creme brulee ice, boy. Walking, no, that's I. Yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, lure me in my eyes. Yeah, all your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow with the same. Ja, immer, ne? Oh, da hinten haben wir noch einen. Was, also ich spiele Sniper Elite 4 hier. Schön in der Aufnahme. Schön so. So, schön. Also es gibt... Es gibt ja nichts Herrlicheres, als einfach mal ein paar Nazis zu töten, so, ne? So, von daher. Ja, warum das? Ja, hier im Spiel ist halt die 4. Dann muss ich... Ich will ja nicht die halbe deutsche Bevölkerung ausrotten, weißt du, ich meine? Ja, deswegen, ja. Wo sitzen die Hube? Komm hoch! Ab geht die Kugel durch den Stahl. Ich weiß nicht, ob man den Heideltraut hört, meine Freunde. Na, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es nur auf Livestream bezogen. Schon getestet oder was? Ja. Oh Mann, Alter. Wie viele Nazis kommen hier noch? Sagt der erstmal. Hier hinten hat noch irgendeiner geballert. Ach. Sieht so schlecht für den Nazi aus. Oh, ne! Zack, ist auch erstmal weg hier. Vollgas. Nee, ist ja noch nicht gezockt. Joa, mal schauen, ne? Erstmal gucken, wie lange der Zocker halt hält. Also ich sag mal so, ne? Eine Mission Sniper in Sniper Elite 4 und 10 gibt es an aller Zahl, dauert zwischen 80 und 120 Minuten, je nachdem, wie nach Spielstil, ne? Ich hab den Beruf gewechselt, oder? Ich bin jetzt Scharfschütze geworden. Mann, die sind hier aber hart gepanzert. Denen erstmal das Billigste geben, was so geht, ne? So, jetzt muss ich in die Festung eindringen, also zwei Geschütze. Die aktiv oder nicht? Also die Geschütze nicht, aber da sind ein paar Leute auf dem Fall nicht zu sprechen. Bruder, die Ecken schützen denn noch. Alter.
besitze ich nicht. Besitze ich einfach nicht. Also, der GTA Hype ist bei mir definitiv vorbei. Ich hab das Spiel seit 2013 gezockt, ja. Jemand reicht. Tja, wow. So, noch ein bisschen. Die P. Ja, einige haben die PS5 ja schon. Okay, hier oben ist anscheinend ganz beschissen zu laufen. Vor allem Ding, wir haben keine Munition mehr fürs Scharfschützen. Definitiv. Wenn du noch mit Pistole rumrennst und hier 7 Milliarden Nazis sind, die ich alle umlegen wollen. So, jetzt machen wir erstmal den Gefechtsturm hier mit einer Rucksackbombe. Eliminieren, terminieren. Nächste Rucksackbombe. Safe über die Brücke rennen können, ein bisschen Munition aufsammeln können. Das ist auch super funktioniert. Da schaltet einer der Welt nach. Wo ist er? Zack. Ich lade jetzt auch nach. Hier geht die Munition aus. Ja, schön, dass hier die Munition ausgeht, du Lieber. Das ist alles. Die Leichen erstmal alle durchfluten nach Munition, ich bin arm. Das ist ein Sniper, der kriegt einfach mal drei letzte Kugeln. Schön in den Unterbau. Es hat gesessen. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ja, war auch noch ein bisschen was. Bin aber gespannt, ob ich Hitler in dem Spiel auch durchkomme. Ich habe so viele Offiziere hier drin überlegt. Sind wir schon mal bei einem riesengroßen Nazi-Bunker. Also wenn ich Hitler nicht antreffe in dem Spiel, dann bin ich enttäuscht. Ich komme gleich wieder raus. Keine Frage, ich mache den Kopf noch ein paar rein. Gut zu wissen, aber ich suche eine Munition. Für die Bombardierung lokalisieren. Hier muss es eine Art Treibstoffverarbeitungsanlage geben. Könnte nützlich sein. Machen wir mal einen Generator kaputt, dass die Rufe nicht kommen. Jetzt ab rein in den Reichsbunker.
Feinde suchen. Ja. Scheiße. Jo. Ja, sind wir leider gestorben. So ein Jammer aber auch. So ein Jammer war auch. 30 Kills haben wir schon. Kontrollpunkt laden, würde ich mal sagen. Hier. Mehr Nazis. Da haben wir die halbe Belegschaft jetzt schon gesagt. Sei froh, Bildschirm, Papa muss nachladen, sonst wäre es mit dem Tod schneller gegangen. Ah, da bist du ja wieder.
Ja, in der Zeit habe ich schon erstmal die halbe Belegschaft hier ausgerottet. Im Nazi-Bunker. Danke PlayStation für den Infovideoclip gespeichert, du Hure. Kannst auch gleich noch einstellen. Was sind Pläne für seine neuen Spielzeuge? Ich muss hinter der Strategie. Ist schon wieder an, oder? Die verstecken sich aber auch immer. Ja, dann spiel mal. So, was haben wir hier in der Kiste? Einmal Lüten. Oh, ein Verbandskasten. Meine Güte. Nee. Nix die dunkle Seite der Macht hier. Wir sind die Guten, nicht die Bösen. Nee. 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 Großdeutsches Reich. Mann, da kriege ich großdeutschen Dünnschiss. Wie wär's damit? Achso, ja, wir haben ja noch einen Safe, den können wir erstmal knacken. Hat sich das Geheimnis hier auch mal im Nazi-Bunker schon gelöst. Was? Oh, was? Eieieiei. Die Pläne der Deutschen für die Rakete. Perfekt. Gut, die Pläne der Deutschen haben wir schon mal. Jetzt Ziel identifizieren. Raketen absorbieren. Spezifikation finden. Ziel identifizieren. Raketen sabotieren. Okay. Schon mal gut zu wissen. Och nee, jetzt wieder so eine große Halle. Auf große Hallen habe ich generell keinen Bock mehr. Hier ist immer so viel los und ich dachte, ich kann es nehmen, weil während der Folge hier schön eine Zigarette rauchen. Kann ich die wieder in den Aschenbecher schmeißen. Ach du Scheiße, was macht der Panzer hier? Wer hat denn den bestellt? Ich nicht. Tanz, Nazi! Tanz! Oh oh.
Wo ist noch hier so? Da, da haben wir welche. Das gibt's der Headshot. Der Versuch, mich zu töten. Und damit dein Kamerad heute nicht leer ausgeht und sich nicht mehr nachteiligt fühlt, gibt's für den auch einen Headshot. So, haben wir noch einen Kameraden, der auch einen will. Scheint mir nicht so. Bisschen. Oh, hat mich der Puncher bekommen? Hat mich der Puncher bekommen? Okay, hoffen wir einfach, dass der Checkpoint nicht so ätzend ist. Nein, ist er nicht. Wir haben drei Soldaten jetzt noch zu töten. Die Datendeckung fickt einen wieder. Auch direkt. Und zwar alle guten Dinge erpreisen, das kriegt er da oben auch noch ein. Das war auch kein Headshot, das war ein Bauchtreffer, aber die Brust geht auch. Können wir, haben wir die Möglichkeit, den Panzer zu umlaufen? Klar, dafür müssen wir wieder hoch. Wir haben uns der Puncher nicht bekommen, oder? So als doofe Theorie. Nee. Er hat es, glaube ich, gecheckt, dass ich hier oben bin. Vielleicht sollten wir hier mal mit dem Gewehr rumlaufen. Treppenhaus. Was müssen wir in diesem Abschnitt tun? Sabotieren. Kesslers Baby. Ich muss es unschädlich machen. Ach du Scheiße. Ja, hallo, darf ich jetzt sabotieren oder nicht? Danke, ich weiß. Wie haben wir davon noch mehr hier rumstehen oder? Ah, ich fall mir sicher. Eine von Kesslers Raketen. Ich muss sie ausschalten. Du sahst so hungrig aus. Ich dachte, ein paar Kugeln im Bauch schaden dir nicht. Unterlagen. Aber jetzt wird Alarm ausgelöst. Per Trillerpfeife. Ja, hier werden wir fertig. Spezifikationen finden. Das sollten wir wohl auch noch hinbekommen. Hätten wir auch erledigt, also. Okay, dann geht's hier jetzt und weiter. Kann ja auch hinten im Komplex liegen. Kaserne A.
glaube, hier kommen gleich welche rein. So, haben wir mal. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Natürlich haben wir alles Verwendbare eingesagt, du Hund. Können wir auch noch gebrauchen, mit Sicherheit. ...25 Schuss noch. Nein. Die wollte ich jetzt nicht werfen, ich wollte eigentlich Verband haben. Ich glaube, eine Handgranate im Bunkerraum zu werfen, ist nicht das Angenehmste. So, ich glaube aber auf der Kaserne A sind wir falsch. Sind die doch falsch gepolt, die müssen hoch. Okay, ich mach von aus oder hier liegen noch mehr gelbe Kurs. Die Motoren. Hier ist alles mögliche, aber keine Infos. Dorfteilung. Munition. Nice. Natürlich nicht die, die wir brauchen, aber gut. Gucken wir mal hier hoch, gibt's auch. Looten wir den Kandidaten erst nochmal eine Runde. Sie wird sehr nützlich sein. Zwei Primärziele. Ziele identifizieren und Raketen sabotieren. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an hier. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Tell me that you love me, even if it's fake.